Nach der letzten Finitionsabesten am Gang mal freude ich den Abend mit der komplett renovierten Stadt der Cerkel offiziell nächsten Dieren ab. Sind da 5 Jahre aus dem traditionsreichen Gebäude geschafft gehen. Die Renovierung vom Cerkel hat am ganzen 21 Millionen Euro gekostet. Da besten um City die 2 Gebäude per Passerelle verbunden bilden, ein zusammenhängender Komplex, hatte sich ob 17 Millionen chiffriert. Der Cerkel war immer ein Zentrum vom gesellschaftlichen und kulturellen Leben an der Stadt, und das sollen auch herum gehen. Wir sind ja wirklich am Herz von der Stadt, am Salon von der Stadt, wie sie schön von der Plus heißt. Ein Platz, die schon immer traditionsmäßig hinter dem Cerkel besteht. Ein Platz, wo die Leute hinkommen sind, für zu feiern, für ganz große Staatsevenemente, repräsentative Evenemente. Zu den repräsentativen Funktionen, die man natürlich total erhalten und das Feiern und so weiter. Zusätzlich als hauptsächlich die Bibliothek kommt, die Stadtbibliothek, die am City Innerburg, das an die Center, das sie da also eine kolossale Popularitätsgewinn zu verzeichnen hat. Zahl Flamand, Zahl des Dames, des Salon Bleu oder natürlich das Herzstück vom renovierten Cercle, der große Saal, steht für repräsentativ Zwecke bereit. Daneben gibt es Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, respektive eine Kunstgalerie am Ratskeller, aber eben auch der Konferenzkomplex Cercle City mit über 200 Plätzen. All das Infrastrukturen sollen das Stadtzentrum belieben. Ich meine, das ganz gut geht. Ich hoffe, dass Leute 40 genug sind, für selber gucken zu kommen, nächsten Samstag an der Sonntag. Wird man, wo die suchen dann, weil wir haben ja ihre Kopf, wo die hingegangen sind, und wie man aus dem Erle-Cirkel wirklich nicht nur neue gemacht hat, weil das noch immer die schönen Erle-Cirkel mehr, weil man eine ganz neue Infrastruktur und wirklich neue Möglichkeiten. Die neue Cercle kann sich dem nur Samstag, 30. April und Sonntag, 1. Mai, am Kader von einer Port-du-Wert ganz am Detail angucken.